Wir leben in einer Zeit, in der fast jeder nach Erfolg strebt. In der heutigen Gesellschaft bist du erfolgreich, wenn du einen angesehenen Job hast, Arzt, Rechtsanwalt oder Ingenieur bist. Dein Beruf und dein Kontostand sind maßgebend dafür, ob die Menschen dich als eine erfolgreiche Person ansehen oder eben nicht. Auch kann dein Status und dein Fame maßgebend dafür sein, ob du erfolgreich bist oder nicht. Wie viele Abonnenten, Likes oder Klicks du hast. Aber meine lieben Geschwister, ist das wirklich Erfolg? Viele jagen dem Erfolg hinterher und niemand scheint zu wissen, wie dieser Erfolg aussieht. Wer kann es besser als Allah subhanahu wa ta'ala definieren, was Erfolg für uns Muslime bedeutet? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Und wer vor dem Feuer ferngehalten und ins Paradies geführt wird, der soll erfolgreich sein. Also ist Erfolg ein Leben zu leben, was dich Richtung Jannah führt. Niemand hätte es besser verstehen können, als die Sahaba, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der eine geniale Idee hatte. Die Bewohner Medinas benötigten Wasser, um ihre Felder zu bewässern, ihre Tiere zu füttern und um Trinken für sich selbst zu haben. Da aber Medina von Bergen umgeben war, mussten sie immer außerhalb Medinas ihr Wasser besorgen. Dieser junge Mann hatte die Idee, dass sie gemeinsam den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufsuchen, um ihn zu bitten, Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala zu machen, dass Allah, der einst das Samsam-Wasser inmitten Mekkas hervorbrachte, auch dies inmitten Medinas hervorbringt. So suchten sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf und baten ihn darum, Dua für Samsam-Wasser in Medina zu machen. Sie gingen zur Masjid mit der Hoffnung, den Propheten sallallahu alaihi wasallam anzutreffen. Als der Gesandte Allah sie von Weitem sah, konnte er in ihren Gesichtsausdruck erkennen, dass sie eine Bitte hatten. Und bevor sie ihr Anliegen vortragen konnten, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, was auch immer die Ansar heute von mir wünschen, ich werde es ihnen gewähren. Als sie das hörten, realisierten sie, was auch immer sie sich wünschen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen gewähren will. Daraufhin sagte der junge Mann, Ja Rasulallah, gib uns einen Moment, damit wir uns besprechen können. Sie diskutierten miteinander, bis sie sich einig waren, um was sie den Propheten bitten werden. Was glaubst du, haben sie sich gewünscht? War es ein angesehener Job? Geld oder Fame? Bei Allah, sie haben verstanden, was Erfolg im Leben ist. So sagten sie, Ja Rasulallah, wir bitten dich, Allah subhanahu wa ta'ala zu fragen, dass er uns vergeben soll. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hob seine Hände und sprach, Ja Allah, vergebe den Ansar und den Kindern der Ansar und den Kindern der Kinder der Ansar. Und da riefen sie, und unseren Bediensteten, Ja Rasulallah. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, und ihren Bediensteten. Obwohl sie Wasser dringend nötig hatten, haben sie sich umentschieden und nach der Vergebung Allahs gebeten. Sie waren bereit, eher zu verdursten, als Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen und dass ihnen nicht vergeben wird. Sie hätten sich alles Weltliche, was wir uns erträumen, wünschen können. Doch sie haben sich die Vergebung Allahs und sein Paradies gewünscht. Und wir wünschen uns Geld, Häuser, Autos, Fame und Glauben, dass darin unser Erfolg steckt. Ja, so wird uns das verkauft. So werden wir erzogen. Doch hört noch einmal, was Allah der Erhabene als Erfolg definiert hat. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Und wer vor dem Feuer ferngehalten und ins Paradies geführt wird, der soll erfolgreich sein.